und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Wie schon gesagt, die gestrige Folge, die ist mir ein wenig kurz geraten, wieder wegen dem altbekannten Problem mit dem ganzen Ton etc. Aber wir wollen inzwischen mal eine Etage höher fahren, weil hier unten... Ups, Mensch. So, weil hier unten haben wir ja schon alles erledigt. Was du war hast dich als würdig erwiesen, mein Kind. Und dieses Tor soll dir nun auf ewig geöffnet bleiben. Suche nun die anderen Welten, die ich dir gegeben habe, als dass du noch größere Herrschaft erlangen und deiner Art Ehre erweisen mögest. Aber vergiss nicht, den großen Turm darfst du nicht besteigen, denn dieser wird dir nur Tod und das Ende deiner Linie bringen. Ob der diesen Turm meint? Vor allem da oben ist aber ziemlich viel Ramidemi los, würde ich jetzt sagen. Irgendwie ganz viele Blitze sollen das sein, vermutlich. So, wo bin ich denn jetzt hier hingeraten? Also das ist jetzt Nummer A, hinten habe ich B gesehen. Und da hinten ist C, wie Cäsar. Warum darf ich denn nicht in den Turm? Ups, mal gucken. Hier sind ja wieder irgendwelche Artefakte hinterlegt worden. Ich habe Angst vor diesem Turm. Etwas Fürchterliches wohnt in ihm. Denke nicht an ihn. Schaue ihn nicht mal an. Konzentriere dich nur auf die Arbeit. Ser Version 13.1, okay? Das muss der Turm sein, vor dem wir gewarnt wurden. Es sieht so aus, als ob die höheren Stockwerke sicher verschlossen sind. Elohim geht kein Risiko ein, dass wir von unserem Pfad abkommen. Das ist sogar schon Version 69. Oh, oh, wow, wow, noch mehr. 82. Nach der Rückkehr aus dem Turm fühle ich große Müdigkeit, aber auch enorme Energie. Was ich jetzt weiß, beunruhigt mich, aber ich hoffe, dass ich euch den Riesen von morgen durch dieses Wissen eine Stütze sein kann. Die Aussicht von da oben muss unglaublich sein. Das würde ich auch fast sagen, denn, oh mein Gott, hier sind ja nur Schriften. Die Stimme spricht immer noch mit mir. Ich krieg sie nicht aus meinem Kopf. Es ist falsch. Alles falsch. Hör mir gut zu. Ich habe diesen Turm erklommen und nichts Gutes ist daraus entsprungen. Dieser hier ist die einzige Welt. Elohims Wille herrsche auf ewig und das Paradies ist es, all dies aus deinem Geist zu verbannen. Samsara. Samsara? Samsara haben wir doch irgendwo... Samsara hatten wir doch auch in dem Computer hatten wir doch irgendwie über Samsara sind wir darauf gestoßen. Na gut, mal gucken, wen wir hier noch so haben. Alle, die sagen, dass sie es bis ganz nach oben geschafft haben, sind offensichtlich Lügner. Sonst würden sie uns sagen, was dort oben ist. Oder die haben einfach Mordsschiss. Also ich bin jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren. Also war ich ja irgendwie unter die, ja, in den Katakomben quasi von dem Turm möglicherweise. Was ist denn da hinten? Komme ich da hin? Hupp! Da will ich hin. Weil da steht nämlich auch kein... Blau, 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 blau. Oh, ein Stern! Okay, hier ist was Blaues. Okay, und wie soll ich da hinkommen? Oder wie, hä? Gibt's hier eine Leiter oder so? Da hinten ist aber auch gar nichts, oder? Nichts, einfach nur eine Eiswüste. Na gut, dann bleibe ich mal in der Nähe des Turms. Da ist auf jeden Fall das mit dem Blauen. Ja, dann mache ich doch einfach jetzt mal direkt bei B weiter, weil oben B blinkt ja schon die ganze Zeit. Mal gucken, was ist das hier, die Sphinx? Sieht zumindest so ähnlich aus, oder? Nein, den Computer lasse ich jetzt mal außen vor.
und versuche erstmal hier dieses... Was? Erstmal hier dieses Rätsel zu lösen. Irgendwie stimmt gerade die Arretierung. Hä? Also jetzt bin ich hier drauf und wenn ich rechts gehe... Also irgendwie stimmt das gerade nicht so ganz, aber... Hä? Mist. Ach so, der Kacke, der passt da gar nicht rein. Mann, doof. Na, dann versuchen wir es eben noch einmal. Das ist ja doof. Wieso markiert er mir das nicht richtig? Will der mich etwa ärgern? Ach scheiße, dann habe ich ja genau dasselbe Problem wie gerade. Dann probieren wir einfach... Nee, dann komme ich ja da unten gar nicht in die Ecke. Puh. Wie? Hä? Ach so, der geht gar nicht da rein. Ich wollte schon sagen, warum habe ich denn einen frei? Ich weiß jetzt nicht genau, wieso der mir das alles hier nicht richtig anzeigt. Den kann ich auch nicht. Nee, so geht schon mal gar nicht. Irgendwo muss ich ja anfangen. So geht's schon mal gar nicht. Das würde auch nicht funktionieren. Auch nicht, auch nicht. Der geht genauso wenig. Also das ist schon mal Blödsinn. Das geht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so schon hatte. Doch, das ist doch... Ups. Nein, dann habe ich da die Lücke frei. Das geht auch nicht. Der geht leider auch nicht. Schade. Das ist Blödsinn. Super. Mist, jetzt weiß ich nicht, ob ich den schon so hatte. Ich gehe mal ganz kurz in den Ein... Nein, du solltest es gar nicht komplett aufhören, du blöde Nuss. Ich wollte nur einmal kurz in den Optionen rein, wegen meiner Maus, die mich gerade stark ärgert. Ne, also da funktioniert es fast. Ha. Ich kann da aber gar nicht viel mehr einstellen. Doof. Na gut, okay. Wir müssen ja das Rätsel hier lösen. Und dann werden wir auch das Rätsel lösen. Vermutlich. Irgendwann. In vielen Jahren. Ach scheiße, wenn ich den da hinsetze, dann bräuchte ich noch einen zweiten langen. Also das geht nicht. Nein, geht auch nicht. Ach, da, ja, ja, ja. Ich hab's geschafft, yeah. So, dann wollen wir mal reingehen. Eine Etage tiefer, bitte. Ein neues Reich liegt vor dir, mein Kind. Wisse, dass dies ein Land des Todes ist, das aber auch große Schönheit besitzt. Wenn du inmitten dieser Gräber wandelst, denke an all diejenigen, die vor dir diesen Pfad beschritten haben und wie sie dem höheren Zweck dienten, von dem auch du ein Teil bist. Das da oben kann doch eigentlich nur eine holographische Abbildung sein, oder? Wir sind doch jetzt wieder eine Etage tiefer gefahren, gucken nach oben und sehen einen hellblauen Himmel. Das klingt für mich alles nicht richtig. Was brauchen wir denn hier? Ah, okay, das wäre also wieder so ein neues Rätsel-Dingsbums. Und hier auch. Dieser starren Kasten, dieser Blitzer. Na gut, dann wollen wir mal einfach in Level 1 beginnen. Ich habe dir das ewige Leben versprochen.
Wisse aber, dass nur diejenigen, die einer Bestimmung folgen, die größer ist als sie selbst, dieses erlangen werden. Alles andere ist nichts als Verfall. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. Ich finde echt, der ist ein bisschen aggro drauf, oder? Ich beginne endlich, die Kreatur im Archiv zu verstehen. Wenn auch auf Kosten meiner eigenen geistigen Gesundheit. Ich beginne zu vermuten, dass dieser Elohim nicht mehr Einfluss auf unsere Umgebung hat, als wir auch. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Wir gehen mal nach rechts. Hübsch, hübsch, da. Und rein mit mir. Irgendwas bezüglich eines Sterns. Irgendwas bezüglich eines Sterns? Okay, wir schauen mal. Da ist sogar ein Stern drin. Stern drin, das ist das. Okay, scheinbar habe ich nur den einen hier. Aber der ist rot. Der ist blau. Kann ich den da hinstellen? Reicht das von der Zeit her? Okay, das reicht. Nein! Na, jetzt aber. Ja, ich hab ihn. Jetzt komme ich nur nicht wieder raus. Haha. Scheiße. Komm, lass ihn wieder raus. Aber wo zum Henker soll man denn hier diese Roten herkriegen? Das ist doch hier überhaupt gar nicht machbar. Na, egal. Erst einmal vor allem egal. Platsch! Und wenn ich wirklich ein Android bin, bin ich entweder wasserfest oder ich basiere nicht auf einem Schaltkreis. Und rein mit mir. Über den Zaun. Über den Zaun? Ah. Geht aber nicht. Haha. Kisten? Kisten? Okay. Was ist denn dahinter? Da will ich hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Aber ich glaube, da komme ich nicht so einfach hin, wenn ich... Scheiße. Nein! Mann, ich wollte eigentlich... Also wie schon gesagt, wenn ich schon springe... Scheiße, geht nicht. Oder muss ja irgendwie gehen. Vielleicht kann... Ach, wie doof. Wie fies ist das denn? Jetzt komme ich gar nicht mehr hier raus. Kacke. Jetzt musste ich echt zurückspulen. Wie blöd ist das denn? Und rüberschmeißen geht nicht, ne? Ich versuche gerade, aber ne. Wie kacke ist da... Deswegen würde ich sagen, ich müsste hier mit den Kisten arbeiten. Aber ich weiß nicht wie. Was? Ich stehe, glaube ich, schon ganz richtig. Warte mal. Könnte das funktionieren? Nein, ey. Ich will doch so eine Art Treppe bauen. Du sollst das nicht ganz genau draufstellen? Scheiße. Ich will drauf. Aber das ist ja nicht meine Absicht. Es war nie die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ach Mensch. Ich muss... Also wir halten mal fest. Ich muss hier rüber, sonst kriege ich nicht diesen Jammer. Punkt. Ich würde gerne hier drüber gehen, aber ich bin zu doof. Na gut, dann halten wir uns das Rätsel erstmal fest. Und ich dann probiere ich erstmal direkt das nächste. Straße des Todes. Das ist immer so fies und gemein, wenn man direkt davor steht und man einfach nicht drankommt. Das ist sowas von... Ah, Mann, ich erschreck mich aber auch jedes verdammte Mal, ne?
Da ist auf jeden Fall schon mal eine Leiter. So, der Scheiß ist, die jagen sich nicht gegenseitig. Und das ist echt arschig. Das ist richtig arschig. Okay, hier oben kann man sich einen Überblick über die Situation verschaffen. Ja, ist klar, ey. Hier gibt es auf jeden Fall wieder eine Info. Epitaph, Kindprogramm, Codename Samsara endete hier. Logik, Zeitüberschreitung, letzter Speicherauszug, aber ich stecke fest. Was sollte ich denn? Ich sehe Wolken. Programmabkömmliche Samsara. Okay, Samsara ist also hier seinem Schicksal erlegen. Ach Mensch. Und hier einfach durch die Mitte kann ich nicht gehen, oder? Egal, ich probiere es. Nein, hat nicht funktioniert. Das halten wir jetzt mal so abrupt mal fest. Der Scheiß ist nur, ich muss diese Kiste nach da drüben bringen. Bah, ey. Und zwar richtig bar, weil die sich... Jetzt kann ich zwar die Kiste nach hierhin ungefähr bringen. Aber das war's ja dann auch. Ich kann jetzt zwar den da hinten ausschalten und rübergehen, aber ich komme dann nie wieder an diese Kiste ran. Also muss ich mal vielleicht schauen, obwohl ich glaube... Ach scheiße, den hinteren habe ich schon wieder ausgeschaltet. Ah. So, ich hoffe, dass ich damit arbeiten kann. Ansonsten stehe ich da nämlich wie ein Idiot. Boah, ich weiß nicht. Ich bin mir da ganz unsicher. Wenn ich vielleicht ganz schnell hantiere. Nein! Boah, Straße des Todes. Das trifft es eigentlich sehr gut. Boah, ey. So, ich habe jetzt so weit wie möglich das irgendwie versetzt. Zesse, zesse, zesse. Nee, das ist... Das ist doch scheiße. Das ist ehrlich scheiße von denen. Und genau in der Mitte kann ich auch nicht entlang laufen. Oder doch? Ich versuche. Dann werde ich abgeknallt. Einfach nur durch die verfickte Mitte gehen. Vielleicht gibt es... Es gibt garantiert hier eine exakte Mitte. Versuche das jetzt einfach mal anzuvisieren. Da werde ich wieder... Das... Ich finde das nicht nett. Nein, ich hab's versucht. Mit all meiner Kraft. Das ist doch scheiße. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie an den Seiten irgendwie anders hinstellen. Bah, ey. Das ist doch scheiße. Egal, da probiere ich halt nochmal einen anderen aus. Weil ich will schon noch einen gerne schaffen. Was brauche ich hier nur? Licht.
Aber Licht heißt ja nicht immer ein einfaches Rätsel. Das haben wir ja in der letzten Folge oder davor der Folge haben wir das ja gesehen gehabt. Arschloch. Rot. Rot, 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 rot. Ach nein! Ah! Ach, so eine Scheiße schon wieder. Überkreuzen so, das nicht. Ah. Obwohl, da habe ich eigentlich schon eine Idee. Ob das natürlich wieder... Nein, wie... Was für Ärsche... Und Apps! Boah, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich da einen abstellen kann und darf. Dann stelle ich den mal an ganz anderer Stelle hin. So weit als möglich weg. Ja. So, und jetzt müsste ich doch eventuell... Ach, komm schon! Ehrlich nicht. Komm, irgendwo muss ich... Ja, hier kann ich den hinstellen, ne? Bah, ey. Wie, der hat doch gesagt, dass er genau da trifft, beide. So, dann... Ich schau mal, ob ich den hier irgendwie vielleicht weiter nach... Ich glaube, wenn ich den noch so schief hinmache, wird das, glaube ich, nicht besser, oder? So, so funktioniert's auf jeden... Bah, ey. Hier kann ich den auch nirgendwo draufstellen oder so. Weil ich muss tatsächlich mit dem einen da drüber, sonst klappt das nicht. Und je weiter ich den natürlich hier hinstelle, ich glaube, desto unwirklicher wird die ganze Geschichte, ne? Ja gut, jetzt habe ich den ja hier. Aber ich glaube tatsächlich, je enger ich das ganze Konstrukt mir zusammenbastel, desto weniger komme ich da dran. Weil die ja dann auf einer Höhe wieder sind. Ha! Toll. Super, super scheiße. Und da komme ich dann nicht nach... von da hinten aus der Ecke. Oh. Ja? Na, Gott sei Dank. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich habe endlich einen erreichen können. Ihr habt nicht gesehen, wie ich hier Jubel, Trubel und Heiterkeit verstrahle. Über den Zaun? Nein, mache ich jetzt nicht. Den habe ich. Scheiße, da muss ich noch über den Zaun schaffen. Ich will am... Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich will ja eigentlich eine Brücke bauen und nicht exakt aufeinander bauen, wie beim Lego-Baukasten. Na, komm schon! Scheiße, ich kann keinen Doppelsprung machen. Schade eigentlich. Ja, über den Zaun mit einem geht... Warte mal. Kann ich den einen dann rüberwerfen, wenn ich schon mal drüben bin?
Nee, echt jetzt? So einfach? Ich bin doch hirnrissig, ne? Das war jetzt wirklich nicht schwer, ne? Naja gut, alles klar. Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid einfach morgen wieder mit bei der nächsten Folge mit dabei, wenn ich mir so ein bisschen meine letzten Haare rausreißen werde. Bis dahin, euer Gabro. Ciao. Ach ja, stimmt. Falls euch das Spiel gefallen sollte oder ihr Kritik habt oder so weiter und so fort, wie immer, unten in die Kommentare reinschreiben. Bis dahin, ciao.